Was sind eigentlich die Argumente gegen eine Legalisierung von Cannabis? Wir werden nicht den Weg der Legalisierung gehen, denn er bedeutet unsägliches Leid. Ist einfach der falsche Weg. Mit fatalen Folgen für die Bevölkerung, insbesondere für die junge Generation. Irre! Und wer macht sich in der Öffentlichkeit gegen die Legalisierung in Deutschland stark? Ich glaube, dass dieser Weg ein Irrweg und ein falscher Weg ist. Ich bin gegen die Freigabe von Drogen. Öffnen Sie nicht die Büchse der Pandora. Um das herauszufinden, sind wir zum Bundestag gefahren. Dahin, wo viele dieser Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, entstanden sind. Wir wurden eingeladen von Dirk Heyenblut. Der ist selbst Bundestagsabgeordneter und sitzt im Ausschuss für Gesundheit. Und mit dem werden wir genau über dieses Thema reden. Hallo meine lieben Brokkoli-Freundinnen und Brokkoli-Freunde. Neben mir sitzt Dirk Heyenblut von der SPD. Du sitzt auch im Ausschuss für Gesundheit. Ich sitze ununterbrochen in dem Ausschuss, genau. Und ich bin Philipp, ihr kennt mich besser als der Gärtner und ich arbeite seit fast 5 Jahren mit Nutzhanf und Cannabis. Wir haben uns ja damals in der Arte Talkshow zur Legalisierung schon kennengelernt und ich erinnere mich noch gut an die Abschlussworte von dir. Du hast damals gesagt, wir haben heute Abend kein vernünftiges Argument gegen eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland gehört. Genau. Und genau da würde ich gerne anknüpfen. Ich habe mir deswegen nämlich mal die 7 wichtigsten Argumente von den Cannabis-Gegnerinnen und Cannabis-Gegnern rausgesucht und die schauen wir uns jetzt einmal zusammen an und gucken mal, ob wir die ein Stück weit aufdröseln können. Na, dann schauen wir mal. Ist einfach der falsche Weg. Cannabis und Marihuana sind einfach Einstiegsdrogen. Warum soll man die Lage jetzt so verschärfen? Wenn jemand Cannabis konsumiert, dann wird er möglicherweise dauerhaft abhängig und es ist der Einstieg in das harte Drogengeschäft. Ja, also ich meine, da kann man kaum noch was zu sagen, weil das ist nun wirklich widerlegt. Das ist kalter Kaffee. Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Und wenn ich höre, dass Markus Söder das sagt, also ich meine, ich glaube, der geht ununterbrochen mit Einstiegsdrogen um. Da müssen wir nicht über Alkohol und Ähnliches reden, aber ganz sicher nicht über Cannabis. Allerdings, und das ist ein gutes Argument eigentlich für die Legalisierung, Cannabis wird natürlich kritisch, weil es sozusagen über den Schwarzmarkt, weil es verboten ist und weil es damit natürlich insofern der Einstieg ist, als dass ich darüber an den Dealer komme, der auch andere Dinge mehr andrehen will. Also wenn wir es da wegnehmen, hat es überhaupt keinen Effekt mehr an der Stelle. An sich ist dieses Argument, das existiert schon so lange und es ist irgendwie auch nicht tot zu kriegen. Dabei hat eigentlich schon 1998 Horst Seehofer, also der liebe Parteikollege vom Herrn Söder, eigens eine Studie in Auftrag gegeben, die dieses Argument der Einstiegsdroge testen sollte. Und dabei ist eben herausgekommen, die Annahme, Cannabis sei die typische Einstiegsdroge für den Gebrauch harter Drogen wie Heroin, ist nach dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht haltbar. Frau Ingrid Fischbach hat bereits 2014 eine Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken geantwortet. Die Bundesregierung hält für Cannabis die These von der Einstiegsdroge als nicht zutreffend. Also das ist völlig veraltet und davon abgesehen verstehe ich im Übrigen auch gar nicht, warum das jetzt ein Argument für weitere Strafbarkeit von Cannabis ist. Selbst wenn es eine Einstiegsdroge wäre, heißt das ja nicht, dass ich deswegen die Leute strafrechtlich verfolgen muss, sondern da muss ich möglicherweise anders mit Prävention und Aufklärung umgehen. Genau. Insofern, es ist als Argument untauglich und es ist inhaltlich obendrein noch falsch. Kann man nur sagen, schiefgegangen. Ja. Argument, was wir basten auf jeden Fall. Kommen wir mal zu einem zweiten Argument, was ich in der Diskussion auch immer wieder gehört habe. Ich wohne in der Nähe zur niederländischen Grenze. Wir sind relativ viel in Holland. Da sind 5 Gramm freigegeben. Mit fatalen Folgen für die Bevölkerung, insbesondere für die junge Generation. Jetzt will Herr Lauterbach 30 Gramm freigeben in Deutschland. Was hat der Mann eigentlich geraucht? Wie sehen Sie die Aussage, Heyenblut, kann man die Niederlande heranziehen in der Vergleichbarkeit mit dem, was wir jetzt in Deutschland vorhaben? Nein, natürlich gerade nicht, weil wir wollen ja genau es nicht so machen, wie es die Niederlande machen. Es behauptet, glaube ich, niemand ernsthaft, dass die Niederlande, dass die nun ein Vorbild wären an der Stelle. Sondern man muss in ganz andere Regionen gucken, da, wo wirklich konsequent Entkriminalisierung worden ist. Das ist in den Niederlanden gar nicht. Da ist eher so eine Art Toleranzpolitik, die ein bisschen weiter geht, als wir sie zurzeit auch betreiben. Da ist sogar der Schwarzmarkt befeuert worden, weil selbst die legalen Coffeeshops konnten sich ja nirgendwo legal versorgen. Das ist überhaupt kein Vergleich. Das wird aber gerne herangezogen, weil warum will ich denn über Länder reden wie Kanada, wie andere Länder, in denen es gut funktioniert, in denen es anders funktioniert und in denen wir gerade bei Kindern und Jugendlichen eben gar nicht das größere Problem feststellen. Hat ja auch schon unser Gesundheitsminister auch auf den Pressekonferenzen gesagt, dass
dass Deutschland sich nicht an den Niederlanden orientieren kann. Um nur eins noch dazu zu sagen, damit wir nicht über die Niederlande schimpfen. Ich finde es gut, dass die Niederlande vorangegangen sind und versucht haben, diese restriktive Drogenpolitik zu durchbrechen. Sie haben halt nicht ganz den richtigen Weg gewählt. Ja. Und wir wollen es jetzt einfach besser machen. Wir reden ja jetzt auch hier gerade über eine vollständige Legalisierung. Ja. Das sollte man vielleicht immer noch dazu sagen. Das, was wir jetzt im ersten Schritt kriegen, wird erstmal eine Entkriminalisierung sein. Aber das, worüber wir jetzt hier in dem Video reden und das, wogegen sich auch diese Argumente hier richten, das ist eine volle Legalisierung von Cannabis. Aber auch die Entkriminalisierung hat eben nichts mit dem holländischen Modell zu tun, weil wir bei der Entkriminalisierung den Leuten die Möglichkeit geben, über Cannabis Social Clubs und über Eigenanbau wirklich an die Sache ranzukommen, ohne nochmal auf den Schwarzmarkt zu gehen. Und das ist der erste richtige Weg. Dann gucken wir uns nochmal die nächsten beiden Zitate an. Ich glaube, dass dieser Weg ein Irrweg und ein falscher Weg ist in der Frage Legalisierung von Cannabis, Verharmlosung einer Droge. Es wird dem Kinder- und Jugendschutz schaden. Jetzt sagen einige, legalisiert Cannabiskonsum, dann nimmt er doch sogar ab, weil er legal ist. Beispiel Kanada zeigt doch das genaue Gegenteil. Dort ist die Zahl der Konsumenten um über 50% gestiegen, zeigen alle Statistiken und Zahlen. Und deswegen kann auch das für uns kein Weg sein, Cannabis zu legalisieren. Stimmt das? Verharmlost die Legalisierung Cannabiskonsum? Nein. Ganz im Gegenteil. Die Legalisierung soll uns ja sogar die Möglichkeit geben, endlich im Bereich Prävention den Menschen eine vernünftige Aufklärung, eine vernünftige Struktur zu geben. Kein Mensch will das ernsthaft verharmlosen. Aber es gibt auch vom Wissenschaftlichen Dienst übrigens des Bundestages eine ausführliche Untersuchung, die deutlich macht, dass der steigende Cannabiskonsum weder bei Ländern nachgewiesen werden kann, die legalisiert haben, noch bei Ländern, die verboten haben. Das hat aber miteinander offensichtlich gar nicht so viel zu tun. Auch ein merkwürdiges Argument. Der Kollege Prof. Dr. Derek Herrmann, der sagt, die Vermutung, dass eine Cannabis-Legalisierung zu einem deutlichen Anstieg des Cannabiskonsums, insbesondere bei Jugendlichen, führt, hat sich in den USA und in Kanada nicht bestätigt. Die erfolgreiche Legalisierung in Kanada hat gezeigt, dass die Befürchtung eines massiven Anstiegs des Konsums oder der Gesundheitsschäden nicht eingetreten sind. Dazu habe ich mir auch noch mal die aktuellen Zahlen angeguckt von der Canadian Cannabis Survey 2022. Da ergibt sich sogar, dass von 2021 auf 2022 der Cannabiskonsum gerade bei Jugendlichen zum ersten Mal stagniert ist. Wie ich das richtig gehört habe, ist er dieses Jahr sogar zum ersten Mal gesunken. Also sind das ja eigentlich eindeutige Indizien dafür, dass eine Legalisierung eben auch den gegenteiligen Trend auswirken Also kann. Bei Kindern und Jugendlichen würde ich sogar sagen zu 100%, weil über die Legalisierung wir ja auch einen Zugang zum Markt bekommen, der anders kontrolliert und anders strukturiert wird. Damit haben dann durchaus auch Kinder und Jugendliche andere Zugangsschwierigkeiten. Die haben sie nämlich im Moment, muss man ehrlicherweise sagen, gar nicht so. Auch Portugal ist da ein gutes Beispiel. Macht die Entkriminalisierung auf jeden Fall die nicht mehr Strafbarkeit keinen steigenden Konsum. Ich habe auch die Zahlen nochmal mitgebracht. Also gerade in der Gruppe der 20- bis 24-Jährigen, da ist der Konsum im letzten Jahr um 1% gestiegen. Und bei Menschen, die älter als 25 Jahre sind, ist er auch um gerade mal 1% gestiegen. Also die 50%, die der Kollege Ploß hier angebracht hat, die sehe ich da überhaupt nicht. Zahlen müssen da wirken. Und sie müssen vor allem stimmen. Also da würde ich sagen, haben wir das jetzt auf jeden Fall da auch mal gut dekonstruiert an der Stelle. Gucken wir doch auch noch mal auf den Schwarzmarkt. Was passiert dann dort mit diesen hohen Grammzahlen? Was für ein Markt wird entstehen? Was ist mit dem THC-Wert? Da gibt es so viele Themen, wo ich glaube, dass die Schlupflöcher nach wie vor da sein werden, auch für kriminelle Energien. Es wird den Schwarzmarkt auch nicht austrocknen. Wird der Schwarzmarkt mit dem aktuellen Entwurf ausreichend bekämpft? Bekämpft ja, ausgetrocknet ist überhaupt keine Frage, wird er höchstwahrscheinlich nicht. Ich finde es aber sehr gefährlich, wenn man diese Begriffe verwendet. Erstens besteht der Schwarzmarkt ja aus mehr als aus Cannabis, das muss man schon deutlich sagen, und wir werden ja nicht alles legalisieren. Zweitens ist es natürlich so, wir werden ja Cannabis in einer strukturierten und nicht gesunden, aber gesünderen oder anderen Form anbieten, wird es immer noch Leute geben, die das möglicherweise so für sich nicht akzeptieren wollen, warum auch immer. Das heißt, austrocknet nicht, aber er wird deutlich bekämpft, er wird deutlich eingegrenzt, und das für mich viel wichtigere Ziel aber bei der ganzen Geschichte ist, ich zwinge die Menschen nicht in den Schwarzmarkt, wenn sie etwas zu sich nehmen wollen, was aus meiner Sicht überhaupt nicht verboten und schon gar nicht strafrechtlich verfolgt gehört. Und das alleine wird dazu führen, dass der Schwarzmarkt deutlich kleiner wird. Austrocknen, klar, das Wort würde ich persönlich nicht in den Mund nehmen. Das finde ich ist ganz schwierig. Er wird aber
ausgedünnt und wir schaffen vor allen Dingen für die Menschen eine Perspektive und das ist entscheidend. Ich glaube, vor allem muss man hier auch drauf gucken, dass das ein Prozess ist, gerade hinsichtlich des Schwarzmarktes, der auch einfach eine Weile dauert, bis die verschiedenen Änderungen, die verschiedenen Strukturen, die sich jetzt aufbauen, bis sie greifen. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, auch beziehe ich mich hier wieder auf die Canadian Cannabis Survey, in der geben mittlerweile 87% der Konsumierenden in Kanada an, dass sie ihr Cannabis aus legalen Quellen beziehen oder selbst anbauen. Diese Zahlen sind auch noch mal seit 2021 um 4% gestiegen. Also man sieht hier eben diesen Prozess, dass sich das Marktvolumen von einer organisierten Kriminalität, sage ich jetzt mal, wegbewegt, von dem Schwarzmarkt wegbewegt Richtung legale Quellen, wo man dann eben an die qualitätsgeprüfte Ware kommt. Und ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Prozess. Dazu ist es aber wichtig, dass wir den legalen Zugang nicht zu kompliziert machen, dass wir den Einstieg in CSCs nicht zu kompliziert machen, dass wir am Ende nicht einen Zugang schaffen, der so kompliziert ist, dass die Leute dann doch wieder auf den Schwarzmarkt gehen, weil es leichter ist, beim Dealer nicht erwischt zu werden, als in den Cannabis Social Club zu gehen. Das darf uns nicht passieren und deshalb hoffe ich, dass da noch eine Menge gemacht wird und sonst müssen wir das im Parlament machen. 4 Argumente zerstört. Machen wir mal weiter. Wer wird denn was kontrollieren? Ich höre immer, die Justiz wird entlastet, die Polizei wird entlastet, der Schwarzmarkt wird ausgetrocknet. Das sehe ich ehrlicherweise alles damit nicht. Ich glaube, dass die Justiz wesentlich mehr Aufgaben noch haben wird. Was glauben Sie? Ich glaube das nicht nur. Ich bin mir ganz sicher, wir binden ja auch bei uns die Rechts- und Innenpolitikerinnen und Politiker ein. Ich bin mir ganz sicher, dass genau das nicht der Fall sein wird. Aber das knüpft gut an das an, was ich gerade gesagt habe. Je komplizierter man es macht und je mehr Grenzen man schafft, desto mehr Kontrollaufwand schaffen wir natürlich, desto mehr Belastung schaffen wir. Es wird dennoch nicht das Maß annehmen, was wir im Moment erleben. Aber ich finde, wir müssen auch darauf achten, dass wir eine vernünftige Entlastung hinkriegen. Das ist durchaus nicht mein oberstes Ziel. Das ist schon eher Gesundheit und, das sage ich immer wieder, auch eine Gerechtigkeitsfrage. Das kommt ja aus dem strafrechtlichen Bereich sogar, die Grundidee. Dazu dürfen wir es auch nicht zu sehr mit neuen Aufgaben versehen. Und natürlich müssen wir Antworten darauf geben, was passiert denn über 25 Gramm. Das darf auch nicht wieder sofort strafbar sein. Natürlich schaffen wir an den Stellen dann Probleme. Aber das kriegen wir in den Griff und es wird keine Mehrbelastung. Es wird sogar aus meiner Sicht eine Entlastung sein. Auch das natürlich in Schritten. Das geht auch Hand in Hand mit einer der größten Studien zu dem Bereich von Dr. Haukamp. Der hat mal ausgerechnet, dass wir ungefähr mit einer Entlastung von bis zu 1 Milliarde Euro im Bereich Justiz und Strafverfolgung rechnen könnten mit dem aktuellen Modell der Legalisierung. Da haben wir noch spannende Zeit vor uns, freue ich mich auch schon. Das begleiten wir hier natürlich mit dem Kanal auch weiterhin mit. Kommen wir gerne mal zu dem nächsten Punkt. Wir haben in der Drogenbekämpfung doch schon so viel erreicht. Die Tatsache, dass der Besitz von Cannabis strafrechtlich verfolgt wird, hat bisher eindeutig gute abschreckende Wirkung gezeigt. Laut einer Studie der Bundesregierung sind wir etwa bei 10,8% der Bevölkerung, die irreversibel nikotinabhängig sind. 3,48% sind alkoholabhängig. Aber nur 0,6% irreversibel drogenabhängig. Also ganz klar, Heidenblut, das Teufelskraut gehört verboten, oder? Erstmal zeigt das möglicherweise auch, dass man von Cannabis gar nicht so abhängig wird, wie manch einer glaubt. Ich würde das ja dann als sozusagen Positivstudie heranziehen an der Stelle. Absolut. Müssen wir mal überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Mensch gemeint hat, wir sollen jetzt Alkohol und Tabak verbieten. Ich frage das dann bei solchen Situationen immer. Das ist ja auch tatsächlich gefragt worden. Weil das wäre ja die konsequente Weiterleitung. Ja. Der Cannabiskonsum steigt bei uns nun mal dauernd. Der letzte Drogenbericht hat das noch mal sehr deutlich gezeigt. Also es hält offensichtlich nicht davon ab. Das haben wir auch in anderen Ländern, das gleiche Prinzip. Wir haben gerade schon über die Frage Konsum, mehr Konsum oder nicht gesprochen. Ist überhaupt nicht von Verbotsfragen abhängig. Also ist völliger Unfug an der Stelle. Das Argument selbst kann man gerne nutzen, wenn man sagen will, wie gefährlich Nikotin, wie gefährlich Tabak, wie gefährlich Alkohol im Verhältnis zu Cannabis ist. Wer das nutzen möchte, kann ja dann auf den Beitrag zurückgreifen. Auch immer noch ein guter Punkt, jetzt wo wir so viel darüber reden, wie legalisiert man Cannabis richtig, könnte man ja auch mal angucken, haben wir denn überhaupt bei Tabak oder Alkohol richtig legalisiert? Die Frage kann ich schon beantworten, haben wir nicht. Wenn ich mir angucke, was wir jetzt an strikten Vorschriften, wobei ich ja gerade ein bisschen was dazu gesagt habe, was ich meine, wo wir noch ein bisschen drauf gucken müssen, aber zum Beispiel beim Marketing- und Werbeverbot finde ich schon völlig richtig, sehr strikt zu verfahren. Wenn ich mir das dann angucke und ich
an der Kasse, Quengelkasse vorbeigehe und lauter kleine Schnapsfläschchen kaufen kann, dann muss ich sagen, haben wir an der Stelle nicht so richtig funktioniert. Also da gibt es noch viel zu tun in anderen Bereichen. Ansonsten kann man sagen, der Cannabiskonsum steigt durchschnittlich in den letzten 30 Jahren konstant. Wir haben Cannabis als die meist konsumierte illegale Substanz in der EU. Bis zu 35% der Menschen in Deutschland werden mindestens einmal in ihrem Leben jetzt schon Cannabis konsumiert haben. Der THC-Gehalt hat sich seit 2006 verdoppelt. Das heißt, hier kann man ja ganz klar sehen, wir müssen die Trendentwicklung angucken, nicht eine Momentaufnahme, wie ist es im Vergleich zu anderen legalen, illegalen Substanzen. Und das spricht eben eine ganz klare, eindeutige Sprache. Der Konsum steigt, das heißt, die bisherige Prohibitionspolitik, das bisherige Verbot hat einfach versagt. Genau. Und dann kommen wir noch zu dem Thema. Jetzt diskutieren wir hier in dieser Debatte auch darüber, ob es vielleicht in Ordnung sei, Cannabis zu konsumieren und sich dann vielleicht irgendwann ins Auto zu setzen. Wir haben dankenswerterweise eine sinkende Zahl an Verkehrstoten. Und wir wollen diese Zahl weiter reduzieren. Aber das werden wir doch nicht mit Ihren Anträgen schaffen. Und indem man sagt, ach, wenn man vielleicht mal Bier trinken kann und Auto fahren kann, dann soll man noch ein Joint rauchen. Wir müssen doch stattdessen eher darüber diskutieren, ob wir eine Null-Toleranz-Strategie auch im Straßenverkehr an den Tag legen, damit wir die Zahl der Verkehrstoten weiter reduzieren. Wie sehen Sie das, Herr Eidenblut? Sollte Cannabis im Straßenverkehr generell verboten bleiben oder muss sich da im Verkehrsrecht jetzt was ändern? Zunächst mal finde ich eine Null-Toleranz-Strategie bezogen darauf, dass jemand berauscht, und zwar egal, ob Alkohol berauscht oder Cannabis berauscht oder wie auch immer fährt, finde ich persönlich nicht verkehrt. Das haben wir aber nun mal beim Alkohol nicht. Und beim Cannabis haben wir sogar genau das Gegenteil. Das heißt, wir prüfen ja nicht, ob jemand berauscht ist, sondern wir prüfen ja im Zweifel nur, ob jemand mal irgendwann Cannabis zu sich genommen hat. Das hat aber mit der Frage Straßenverkehr gar nichts zu tun. Es gibt inzwischen große Studien, die sehr deutlich machen, dass die Grenze, die bei uns gerichtlicherseits eingeführt ist, nicht annähernd der Wirklichkeit entspricht. Wenn wir uns Kanada und andere Länder, auch Holland, also die Niederlande angucken, da sind wir bei ganz anderen NG-Grenzen. Und ich finde es völlig richtig, und das wollen wir, ob es legal oder illegal ist, völlig egal. Das wollen wir auch gar nicht ändern. Berauscht sollte man nicht fahren. Wir müssen den Berauschtheitszustand sozusagen messen können und müssen dann dafür sorgen, dass jemand dann nicht mehr fährt, und wer das tut, muss seinen Führerschein verlieren. Überhaupt keine Frage. Aber ich will auch nicht die Leute bestrafen, bloß weil sie mal irgendwann Cannabis zu sich genommen haben. Und damit bestrafen wir übrigens auch Patientinnen und Patienten im Zweifel. Das geht einfach nicht. Insofern müssen wir an der Stelle was tun. Das wird aber überhaupt keine zusätzliche Gefährdung auslösen. Das will niemand legalisieren, dass man berauscht fahren kann. Völliger Humbug an der Stelle. Da muss man auch sagen, also gerade die eklatanten Mängel, die wir im Verkehrsrecht haben, dass selbst Cannabispatientinnen und Patienten den Führerschein regelmäßig verlieren in diesem Land, obwohl sie auf die Medikation angewiesen sind. Das ist natürlich was, das überhaupt gar nicht sein darf. Ich habe dazu auch noch mal zwei Studien, die ganz aktuell sind. Einmal vom US San Diego Center for Medical Cannabis Research und einmal auch von der University of California, ebenfalls in San Diego. Die haben beide in verschiedenen Studien festgestellt, dass es keinen Zusammenhang zwischen der THC-Konzentration im Blut und der Fahrtauglichkeit gibt, sondern dass die Fahrtauglichkeit eher nach einer gewissen Zeit nach dem Konsum einsetzt. Das heißt, egal ob die eine Testgruppe einen höheren THC-Gehalt in ihren Cannabisprodukten hatten, die sie vorher zu sich genommen hatten, oder ob der THC-Gehalt niedriger waren die Abweichungen gleich stark und sind auch zu dem gleichen Zeitpunkt wieder zurückgegangen. Hier müsste man, und das ist jetzt natürlich Aufgabe des Ressorts Verkehrs und Digitales, dass dort auf jeden Fall evaluiert wird, wie ist es möglich, wie können wir einen Berauschzustand im Bereich Cannabis feststellen und im besten Fall natürlich auch auflösen, dass man nur allein wegen des Konsums von Cannabis, nämlich mit Hilfe der Analyse von Abbauprodukten, eben bestraft wird. Und niemand will die Verkehrssicherheit gefährden sozusagen und will da rangehen. Niemand will jemand berauscht fahren lassen, aber es ist völlig richtig. Wir müssen eben feststellen, wann ist jemand berauscht. Und für die Übergangszeit, das ist eben nicht ganz so einfach, da müssen erst Produkte entwickelt werden und so weiter, werden wir uns damit behelfen müssen, dass wir NG-Grenzen nehmen, aber das ist die Übergangszeit. Ja, ich glaube, wir haben in diesem Video mal ganz gut die Argumente, die aktuell so im Raum stehen, gegen eine Legalisierung von Cannabis aufgearbeitet. Man könnte vielleicht sagen, zerstört. Ja, kann man auch sagen, ja. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss.
Was glauben Sie, wann ist es soweit? Wann kriegen wir die Entkriminalisierung in Deutschland? Ich gebe ja zu, nachdem ich jedes Mal, wenn ich was gesagt habe, das nicht eingehalten wurde, bin ich da immer vorsichtiger mit geworden. Trotzdem hänge ich mich mal nochmal aus dem Fenster. Ich bin sehr sicher, dass wir in diesem Jahr die Entkriminalisierung gesetzlich erleben werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir im nächsten Jahr auch noch die Modellprojekte erleben werden. Und die Gesamtlegalisierung, das kann allerdings noch eine ganze Weile dauern. Wir haben ja jetzt deutlich erfahren müssen, da muss erst auf EU-Ebene nur noch was passieren und das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber immer mehr gehen auch da mit. Deswegen hoffe ich und bin ich zuversichtlich, mit den Modellprojekten weisen wir das nochmal nach und wir werden es so aufbauen, dass wir in der Zeitschiene jederzeit wieder vorstellig werden und auch die komplette Legalisierung machen können. Also dieses Jahr ein Schritt, nächstes Jahr der zweite Schritt und in der nächsten Legislatur vollenden. Da muss man ja auch fairerweise sagen, wir können auch nur bedingt selbst Einfluss drauf nehmen auf die Geschwindigkeit. Das ist ja immer das Problem. Wir im Parlament müssen ja darauf warten, bis das Gesetz kommt. Wir haben schon bestimmte Möglichkeiten und wir müssen auch nicht bis Ultimo warten. Aber in aller Regel gibt man natürlich den Ministerien erstmal auch die Chance, den Ressorts die Chance. Dann wird auch noch mit Verbänden abgestimmt. Wir gehen aber im Moment davon aus, dass die Zusagen stehen. Spätestens im Herbst, also im September nach der Sommerpause, kommt das Gesetz in den Bundestag. Dann haben wir es in der Hand und dann sage ich mal, sehen wir zu, dass wir das in 6 Wochen, vielleicht 8 über die Bühne kriegen. Das hört sich doch gut an. Wir werden natürlich hier auf dem Kanal auch immer wieder genau drauf gucken. Deswegen lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Wie sieht es denn bei euch aus? Kennt ihr noch Argumente, die gegen eine Legalisierung sprechen oder seid ihr dafür? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare oder guckt gerne auch hier gleich das nächste Video von uns weiter. Vielen Dank.